Hallo, mein Name ist Joachim Sucker und ich will euch ganz kurz erzählen, was wir auf der Fortbildung des Vereins Erweiterte Lernwelten zum Thema Relaunch einer Website in der Volkshochschule gemeinsam besprechen werden. Wir starten mit der grundsätzlichen Frage, wozu ist eine Website da? Ist es mehr eine Selbstdarstellung der Volkshochschule oder ist es mehr ein Kursbuchungsinstrument? Also die Frage Volkshochschule oder eher ein Shopsystem. Wenn wir das Ganze aus Marketing-Sicht betrachten, dann haben wir natürlich die Kundenperspektive vor Augen. Und da ist für einen Web-Relaunch das Entscheidende die Usability für unsere Kunden. Das heißt, wie ist die Kurssuche? Gibt es eine semantische Suche? Wie stark ist sie differenziert? Kann man das eingrenzen durch ganz bestimmte Parameter? Wie wird nachher der Kurs dargestellt? Und neben der Darstellung des Kurses ist vielleicht auch interessant, nochmal zu gucken, muss es da Vergleiche geben zwischen unterschiedlichen Kursen? Dann ist, glaube ich, das sehr entscheidende Moment, wo sehr viele Kunden auch immer wieder auf der Website abspringen, der Buchungsprozess. Wie einfach und schlank kann der gestaltet werden? Und natürlich ist so ein Webauftritt nicht isoliert zu betrachten. Also selbst wenn man so einen Shop macht, muss er sich irgendwie einbetten in alle anderen Marketingmaßnahmen. Das kann sein, dass die Hinleitung über andere Kanäle, vom Kursmagazin bis zu Social Media Kanälen oder Newslettern hin zur Website uns relativ viele Kosten und Prozesse einspart. Das Ganze wird von mir aus als kleiner Input gegeben. Mein Erfahrungshintergrund ist, dass ich 25 Jahre in der Volkshochschule in Hamburg beschäftigt war, davon die letzten 7 Jahre als Leiter des Marketings und ich habe dort zwei Relaunches mitgemacht. Und glaube, ja, ich kann ganz gut sozusagen einschätzen, welche unterschiedlichen Interessen es in einer Volkshochschule gibt. Und das würde ich euch gerne in dieser Fortbildung mit auf den Weg geben, damit ihr, wenn ihr so einen Relaunch macht, vielleicht von vornherein schon eine Strategie habt, wie dieser Prozess der Herstellung in eurer Einrichtung möglichst konfliktfrei, über die Bühne gehen kann. Das ist der Inhalt. Ich freue mich auf euch. Ja, was ich noch vergessen habe, eine kleine Aufgabe. Geht doch mal mit eurem Smartphone auf einen öffentlichen Platz, sucht auf eurer Internetseite da einen Englisch A2-Kurs aus, bucht den mal und verratet mir dann mal, wie viele Klicks ihr dafür braucht und wie lange Zeit das benötigt. Darüber können wir ja gut sprechen.